Hallo, hier ist wieder Beate Bahner, Fachanwältin für Medizinrecht aus Heidelberg. Und zwar mit einer überraschenden, spannenden Entscheidung des OLG Stuttgart vom 1. September 2022. Es geht um die Corona-Kinderimpfung. Ich vertrete den Vater, er lehnt die Impfung der 15-jährigen Tochter ab. In der ersten Instanz hat das Familiengericht, wie leider bislang noch üblich, entsprechend der STIKO-Empfehlung der impfwilligen Mutter die Impfentscheidung übertragen. Unsere Beschwerde dagegen vor dem Oberlandesgericht Stuttgart war jetzt erfolgreich. Die Entscheidung zugunsten der Mutter wurde aufgehoben. Was waren die Gründe dafür? Die Tochter war nach der ersten erstinstanzlichen Entscheidung im Februar/März dieses Jahres an Corona erkrankt. Die Mutter hat daraufhin wohl gegenüber dem Verfahrensbeistand der Tochter, jedes Kind kriegt in diesem Verfahren einen eigenen sogenannten Anwalt, gesagt, dass sie das Kind nicht mehr impfen lassen wolle. Sie hat aber trotz zweier Aufforderungen des OLG Stuttgart ihren Antrag nicht zurückgenommen. Es handelt sich um ein Eilverfahren hierbei in diesem Fall. Das muss also ein dringendes Bedürfnis für ein sofortiges Tätigwerden des Gerichts bestehen. Und jetzt hat das OLG Stuttgart festgestellt, dass es keine besondere Eilbedürftigkeit mehr gäbe, nachdem die Mutter sich ja angeblich von dem Impfwunsch distanziert hatte. Was ist das Besondere an dieser Entscheidung? Das OLG geht darauf ein, dass die Corona-Erkrankung zu einer Erledigung geführt habe, Erledigung der Impffrage und Impfentscheidung. Und das, obwohl die Corona-Erkrankung schon deutlich mehr als 3 Monate zurücklag, und man ja dann den sogenannten Genesenenstatus wieder verliert. Daraus könnte man folgern, dass das OLG eine natürliche Immunität durch die Erkrankung annimmt, die eine Impfung entbehrlich macht, was Studien ja auch belegen. Das ist eine ermutigende Entscheidung. Sie zeigt, dass man immer alle Rechtsmittel ausschöpfen sollte, auch wenn die Erfolgsaussichten zunächst gering erscheinen.